Moin. Also erstmal, es geht ums Barcamp. Wer war schon mal auf einem Barcamp? Super. Traditionell zum ersten Advent machen wir das Barcamp in Lübeck. Ich bin eins der Teammitglieder. Wir sind natürlich ein etwas größeres Team. Da oben bin ich und Anja auch. Wir beide sind, naja, mehr oder weniger, man schreibt sich auf eine Liste ein, plötzlich ist man im Orga-Team. So schnell geht das. Prinzipiell, was ist ein Barcamp? Ein Barcamp ist wirklich eine Unkonferenz. Das heißt, Konferenzen kennen wir. Wir kommen auf eine Konferenz. Wir haben einen festen Konferenzplan. Wir wissen, wer redet, worüber geredet wird. Die Leute werden eingeladen. Es ist ein bisschen trocken. Alte Menschen. Im Prinzip, ein Barcamp ist eine Unkonferenz, da man nicht weiß, um was es geht. Das heißt, im Prinzip, es gibt Referierende und Teilnehmende. Es gibt sozusagen, alle sind Teilgebende. Das heißt, wenn ihr morgens früh dazukommt, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass das Barcamp gut wird. Das Programm steht nicht fest. Das Programm wird am Morgen von euch erstellt. Das heißt, ihr kommt dazu, ihr sagt, ihr möchtet über ein Thema reden, dann guckt man, ob das machbar sein kann. Es wird generell nicht gesiezt, es wird geduzt. Es gibt keine direkten Präsentationen, es gibt Inputs. Ihr könnt aber auch bloß eine Frage haben. Sprich, ihr kommt dazu, sagt, ich möchte gerne über das Thema reden, ich habe keine Ahnung davon, kann mir jemand helfen? Wie sieht das allgemein aus? Wie man sieht, wir haben damals gedacht, ja, erstes Barcamp in Lübeck, das wird bestimmt nicht so große Beteiligung haben. Wir hatten ungefähr 120 Personen dort vor Ort und plötzlich stehen 100 Leute auf und gehen nach vorne und wollen ein Thema vorstellen. Es gibt ein paar schöne feste Regeln dafür. Was aus der Grundkonferenz wird, das entscheidet ihr, die Teilnehmenden. Sprich, wenn euch das Thema nicht gefällt, dann liefert Input. Dann verändert das Thema, stellt Fragen. Es muss auch keinen direkten Input geben. Das heißt, komplett eine Frage. Wie gesagt, kommt dazu, sagt, ich hätte gerne Bock, über etwas zu reden, guckt, wer sich meldet. Wir machen das gerne möglich. Es kann so viele Sessions geben, wie es Räume gibt. Wir haben 5 Räume, das heißt 5 Sessions gleichzeitig. Eine Session kann immer stattfinden, wenn 2 Personen sich finden zu einem Thema. Es kann auch sein, dass ihr mehrere Sessions anbieten wollt. Natürlich nicht gleichzeitig, das ist ein bisschen schwierig. Schiebt nichts auf. Wenn euch ein Thema interessiert, dann macht das an dem Tag. Macht sich am nächsten Tag, vielleicht am nächsten Tag so viel tolles Zeug dabei, dass ihr einfach sagt, ich hätte gerne da irgendwie eine Möglichkeit. Es gibt keine Extrawünsche. Das ist super wichtig. Leute kommen an und sagen, hier in der Session, da mache ich gerade selber was, aber ich möchte auch dahin gehen. Das tut uns sehr leid, aber ganz ehrlich, wenn wir anfangen, einen zu verschieben, müssen wir den nächsten verschieben, müssen wir den nächsten. Jetzt, das machen wir nicht. Wir sagen, der Sessionsplan, so wie er steht, ist einfach fest. Eine Session dauert nicht länger als 45 Minuten. Plant das ein. Gebt einen Input oder, wie gesagt, stellt eine Frage, geht darauf ein, gebt die Möglichkeit, den Raum zu wechseln danach. Es ist auch vollkommen okay, eine Session drin einfach zu verlassen. Wenn es euch nicht gefällt, geht. Und ganz wichtiger Punkt, keine Heizdecken. Das heißt, versucht nicht, ein Produkt zu verkaufen oder sagt das vorher an. Sagt ihr, möchtet etwas Tolles vorstellen, das ihr entwickelt habt, dann sagt das bitte so. Wir stellen auch gerne nachträglich eine Rechnung. Wir sind nicht alleine. Das Barcamp Lübeck ist erst im 3. Jahr. Es gibt seit Jahren bereits das Barcamp in St. Peter-Ording, in Hamburg, in Flensburg, in Kiel. Das heißt, ihr seid herzlich auch eingeladen, dahin zu gehen. Wir sind eine offene Welt und tauscht euch aus. Ich übergebe. Ich darf auch was sagen, ich kriege ein Mikro. Ja, darfst du gerne. Genau, also wir haben halt dieses komische offene Format und irgendwie kann man hinkommen und jeder kann sein Thema mitbringen. Was für Themen kann man mitbringen? Alle. Es gibt Barcamps, die haben einen bestimmten Fokus. Es gibt Barcamps, die kümmern sich um Typo 3. Es gibt Barcamps, die kümmern sich um Katastrophenschutz. Es gibt Barcamps, die kümmern sich um Grillen. Dafür muss man einen Eintritt zahlen, habe ich gelesen. Ums Nähen. Edu-Camps, die sich um so Bildungskram kümmern. Menschenrechte. Es gibt auch OER-Camps. Genau. Wie Kai das schon gesagt hat, es sieht wirklich so aus, man geht hin, ich sage, ich möchte diese Session vorstellen, es gibt Menschen im Raum, die Interesse haben, dann geht man mit einem Zettel zu einer Wand, hängt die an der Wand und hinterher ist das der Plan. Das sah genauso in Lübeck aus. Aus dem letzten Jahr, Samstag, haben wir ein paar Sessionbeiträge ausgewählt. Bitcoins, E-Bike über die Alpen,
Visual Storytelling. Making ist das neue Basteln. Werteträgen. Social Media für Volkshochschulen. 500 Jahre Reformation und Fake News. 10 Tipps für Blogger. Freisprechen vor Publikum. Lach-Yoga. HTTPS. Linux-Anfänger. Dienstleistungen, neu denken. Und meine Lieblingsvorstellung, ich habe die neue Star Trek-Serie gesehen. Ich fand sie scheiße und möchte drüber reden. Es ist wirklich komplett themenoffen und wenn euch das Barcamp nicht gefällt, war es eure Schuld, weil ihr das Thema nicht angeboten habt. Warum organisieren das wir, und wenn es kein Programm gibt, was organisieren wir da überhaupt? Wir brauchen Räume. Räume sind dieses Jahr bei Träger die Garage. Letztes Mal war es noch das Clouds, das dann umgezogen ist. Wir brauchen die Leute in glücklicher Form, deswegen müssen wir Essen beschaffen, deswegen haben wir coole T-Shirts, also wir haben sogar Hoodies, wenn man Orga ist, deswegen kann man auch Orga sein. Ansonsten gibt es coole T-Shirts, es gibt Kuchen, es gibt was zu trinken, je nachdem, was wir sonst noch gesponsert kriegen und was man wie hinkriegt. Genau, das Ganze ist ein Format, was darauf hinausläuft, dass wir gerne kostenfrei bleiben. Also die Teilnahme ist kostenlos. Man kann sich jetzt auch anmelden noch, barcamplübeck.de. Für Freitag gibt es schon eine Warteliste, Samstag sind noch Plätze frei. Wir hatten letztes Jahr in beiden Jahren etwa 300 Teilnehmende. Und wie gesagt, aktuell gibt es schon eine Warteliste. Wobei ich sagen muss, dadurch, dass es eben kostenfrei ist, entscheiden sich Menschen auch oft schnell, sich anzumelden, weil man kann sich wieder abmelden, wenn man doch nicht kommen kann. Also die Möglichkeit nachzurutschen ist relativ hoch. Das ist im ersten Advent, da ist vielleicht Weihnachten und so. Ja, 30. November und 1. Dezember dieses Jahr. Wir können das machen, weil Menschen in dieser Stadt und ringsherum dazu bereit sind, uns Geld dafür zu geben. Das nehmen wir dann auch immer gerne und laden euch auch gerne ein, euch mit euren Themen zu beschäftigen. Ich weiß nicht, welche Netflix-Serie ihr dann geguckt habt und die ihr durchfandet. Am 30.11. und 1.12. Ansonsten zu jedem Barcamp gehen, gerade wenn ihr noch nicht da wart. Ihr glaubt nicht, dass es funktioniert, und es funktioniert echt super. Dankeschön.